So, Leute, wieder da, bei Wizen. Sprechen wir mal mit dieser hübschen Dame, die sich Annika schimpft. Hallo. Wenn du was von mir willst, musst du erstmal bei Sonja bezahlen. Was? Solange behältst du gefälligst deine Pfoten bei dir, klar. Hä? Verstehe. Was bist du denn für? Du bist das bezauberndste Wesen, das ich je gesehen habe. Oh, danke. Wein, das war das Netteste, Messer. Was mein Mann jemals gesagt. Oh, ein Wolfsfell, das nehme ich mit. Du bist nicht so wie die anderen. Du weißt, wie man mit einer Frau umgeht. Schön. Wer ist Sonja? Sag bloß, du kennst Sonja nicht. Was bist du denn für einer? Donna Sonja ist mein Boss. Ihr gehört das Bordell im westlichen Hafenkai. Ah ja. Aha, also ist Sonja eine Bordellbesitzerin. Sprechen wir mal mit Buddy. Ahoi. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Sieht nicht gut aus. Kein Ende der Stürme in Sicht. Du bist ein Seemann? Ei, Fischer, um genau zu sein. Aber bei den Stürmen fahre ich nicht raus. Jetzt schleppe ich Kisten. Viel kriege ich zwar nicht dafür, aber Carrasco lässt schon mal eine Wurst oder ein paar Goldstücke springen. Okay. Ich suche einen Käufer für einen Fischladen. Und du hast an mich gedacht? Nein, danke. Den ganzen Tag rumstehen und sich von irgendwelchen Idioten vollquatschen lassen? Dafür bin ich der Falsche. Versuch's mal in Pattys Kneipe. Oh, hab ich ja schon, aber der will 300 Goldstücke dafür haben. Na. Du besitzt Artefakte. Lass mich raten. Lucor hat dich geschickt. Aber ich sage dir was. Ich habe es satt, für Lucor die Drecksarbeit zu machen, während er sich den Gewinn einsackt. Aber dieses Mal nicht. Ich will eine ordentliche Bezahlung, sonst kannst du dich gleich wieder verpissen. 200 Goldstücke will ich haben. Ich geb dir 200 Goldstücke. Muss ich dich erst verprügeln? Du willst mich niederschlagen und mir die Rüstungsplatten abnehmen? Ich habe mir schon sowas gedacht. Deshalb trage ich die Rüstungsplatten nicht bei mir. Ich habe sie gut versteckt. Ohne meine Hilfe findest du sie nie. Wo sind die Rüstungsplatten? Bezahl mich und du erfährst es. Falls nicht, kannst du ewig danach suchen. Du gehst mir auf den Geist, du Pissbirnen-Ding. Okay. Hey, kennst du einen guten Witz? Ja klar, pass auf. Drei Goldmünze, Knüppel, Thunschlüssel. Eine Blonde, eine Brünette und ein Rotschopf. Sag die Blonde zu der Brünetten. Den kenne ich schon. Hier, Buddy. Ich hab deinen Thunschlüssel, denn ich weiß, wo deine Truhe ist. Ich wette, du hast die scheiß Dinger da drin. Wollen wir wetten? So. Schleichen wir jetzt hier mal rein. Zu Buddys Kiste. Und? Ja, da sind sie drin. Goldmünzen, Rüstungsplatte und Trauben und Knochen. Damit habe ich für noch eine einzige Rüstungsplatte. Sehr schön. Ey, mit Diebstahl macht das, das ist mal zu einfach. Stell dir mal vor, ich hätte denn jetzt 200 Goldstücke bezahlen müssen. Hätte keinen Taschendiebstahl gehabt. Suchst du was? Nein, ich suche nichts. Ich sollte auch nicht vor den Leuten schleichen. Okay, der letzte, der, glaube ich, Rüstungsplatten hatte, war Ingvar. Ingvar, der war, glaube ich, hier drinnen. Mal eben kurz quicksafen. Denn irgendwie traue ich dem Braten nicht. Was denkst du über die Inquisition? Schwein, ah, da ist eine Rüstungsplatte. Sperren uns hier ein und behaupten, sie wollen uns helfen. Da spuck ich drauf. Gut. Also da habe ich eigentlich auch schon die Rüstungsplatten alle schnell zusammengeklaut. Mein Gott, war das eine einfache Quest. Die Frage ist, gebe ich die jetzt Lucor oder gebe ich die jetzt Carrasco? Ich glaube, ich gebe die Lucor, weil er gibt mir 400 Goldstücke dafür. Damit kann ich auf jeden Fall meinen Skill erweitern. Carrasco will die Rüstungsplatten zurück. Natürlich will er das, aber er zahlt dir nicht das, was ich dir zahle. Stimmt also wohl. Vergiss Carrasco und bring mir, was ich haben will. Ja, ja, ist okay. Hier. Hier sind deine Rüstungsplatten. Sehr gut. Ich hoffe, du hattest nicht zu große Probleme, die Leute zu bereden. Hier ist dein Gold. Und deine 150 extra. Wie abgemacht. Hier, nimm das Gold. Boah, sehr schön. Ende. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall Taschendiebstahl 2 lernen und dann versuche ich ihn mal zu beklauen. Das habe ich mir gerade mal so gedacht. Mal gucken, ob das was bringt. Wie viel habe ich denn jetzt? 400? Oh, Leute, ich bin langsam echt reich. Oh. Oh, ich habe so Gold, so Beutelchen gehabt. Das habe ich über 500. Damit kann ich ja Truhen öffnen 2 auch lernen. Glaube ich. So, probieren wir es mal aus. Sit.
Ich will ein besserer Dieb werden. Schlösser öffnen 2, sehr gut. Zeig mir, wie ich schwere Schlösser knacke. Das Prinzip ist das gleiche. Du drückst den Sperrbolzen herunter und anschließend versuchst du, das Schloss mit dem Dietrich zu knacken. Nur, dass diese Schlösser natürlich viel komplizierter sind. Solche Schlösser sind teuer und beschützen daher oft wertvolle Sachen. Aha, gut zu wissen. Ich hatte ja auch gerade einen Levelaufstieg. Können wir auch mal eben angucken. Ich habe jetzt Level 4, bin immer noch Schiffbrüchiger. Hab 5000 von 7500 Erfahrung. Und hier unten sieht man schon, ich habe Schlösser öffnen 3, habe Akrobatik, dadurch, dass ich den Ring anhabe von Nelson. Gebe ich den überhaupt weg? Der ist ziemlich cool eigentlich, dass ich die Akrobatik dazu einfach so kriege. Schleichen natürlich. Und Taschendiebstahl muss ich erstmal noch ausskillen. Das mache ich ja jetzt. Also diese Diebesfertigkeiten sind auf jeden Fall sehr praktisch. Auch wenn man, glaube ich, Magier oder so werden soll. Einfach nur, damit man ständig bei Knete bleibt. Gut, jetzt werde ich eigentlich wieder schnell meine Knete los. Aber ich glaube, das ist eine Investition für die Zukunft. Ich will ein besserer Dieb werden. Taschendiebstahl 2, bitte. Ich will ein besserer Taschendieb werden. Ein geschickter Dieb hat bei seinem Opfer praktisch die freie Auswahl. Auch Leute, die sehr auf ihren Besitz achten, kann man genug ablenken, um sie auszunehmen. Geschickt genug bist du jetzt. Du musst es nur noch wagen. Okay. Ich glaube, da werde ich erstmal als allererstes bei dir probieren, aber erstmal vorher safen. Und nicht, dass du mir aufs Maul haust oder so. Das ist zu riskant. Was? Du bist aber geskillt. Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Den kann ich das nicht probieren. Fuller relativiert auch nicht mit mir. Costa? Nein, den kann ich nicht beklauen. Elias? Kann ich auch nicht beklauen. Vermaledeit. Bauersfrau hat sowieso nichts. Aber Salty. Salty, der da vorne steht, den werde ich mal probieren zu beklauen. Hey, hast du mal ein Stängelkraut für mich? Ja, hab ich. 16 Bolzen, rostiges Schwert, Beere oder Hering. Hey, wieso grinst du denn so dämlich? Ah, ich nehme das Schwert. Finn, wie sieht's bei dir aus? Gibt's Probleme? Na, mit dir kann ich nicht reden, schade. Ach, mal ein bisschen durchsafen. Belchwo will auch nicht mit mir reden. Pavel habe ich schon beklaut, glaube ich. Flavio kann ich, glaube ich, nicht beklauen. Nein. Ah, das ist ja echt hier. Gilt's? Wolltest du was? Kann ich nicht beklauen. Aber ich werde versuchen, die eine Truhe aufzumachen. Ja. Aber es wird sicher wieder viele Dietriche kosten. Und da muss ich wieder loaden. Das ist nicht so cool. Dich? Nein, kann ich auch nicht beklauen. Aber Bart kann ich sicher beklauen. Wollen wir mal probieren? Ja. Nein, die kann ich nur abkaufen. Die kann ich nicht beklauen. Was soll das? Benimm dich, solange du hier bist. Ja, ja, Josh, ist okay. Kannst du mir einen Witz erzählen? Klar. 37 Goldmünzen, Schlüssel. Der Wolf, der Fuchs und der Hase. Ich probiere es mal mit den 37 Goldmünzen. Der Wolf ist. Na, ich nehme Schlüssel. Den kenne ich schon. Ich nehme den Schlüssel. Da kann ich nämlich nach oben in seine Bude gehen und seine Bude leer räumen. Hahaha. Ich bin so schlau. Ich bin so toll. So, oh, erstmal den Rum und den Grog und alles, was er hier hat. So, Kartoffeln. Goldmünzen. Perle, wow. Der hat ja richtig hier was auf Lager liegen, der Typ, ey. Gibt dir gar nicht klar. Ein Schrank. Mana-Trank, Fläschchen, Heilpflanze, nehmen wir alles. Den Besen nehmen wir mit. Und die Truhe. Wildschweinfeld, sehr gut. Und die einfache Truhe plündern wir auch. Ach, scheiße. Falsch. Geschafft. Oh, Glück gehabt. Okay, noch ein Wolfsfell. Ein Dietrich. Oh, dass der kaputt gegangen ist. Und gut. Denk nicht mal dran, hier was mitzunehmen. Okay, Josh. Ich bin schon weg. Ah, ja, ja, dich, ja, ich hab dich beklaut und dir ist es nicht aufgefallen. Ja, ich bin so ein geiler Dieb. Erstmal, darauf erstmal ein Safe. So, Leute. 29 Dinger, immer noch 11 Dietriche, massig Schlüssel mittlerweile. Schlüssel zu Josh, Hof am Strand, Wegesrand und gehörte Buddy. Okay, Schlüssel habe ich echt schon viele.
Der hat, glaube ich, auch noch eine Truhe, die ich noch nicht aufmachen konnte. Dein Haus muss ich auch noch irgendwann leerräumen, Sid. Mal sehen, wann ich das mache. Was hast du mir eigentlich jetzt zu erzählen? Ich habe den Spion gefunden. Und Sid hat ihn beauftragt, richtig? Ja, es war Doyle, einer der Tagelöhner. Er hat die Hosen voll und will nicht in die Vulkanfestung. Wie sieht's aus? Doyle ist verschwunden. Was denn? Sid ist seinen Zeugen losgeworden? Du warst nicht vorsichtig genug. Jetzt haben wir nichts mehr gegen diesen Banditen in der Hand. Wir werden in Zukunft noch besser auf ihn Acht geben müssen. Schade. Was ist? Schade, ich dachte, ich kann vielleicht noch was holen, aber naja. Doyle ist weg. Schade, schade, schade. Aber es hat mir noch ein bisschen Erfahrung gegeben, immerhin. Leute, ich sehe auch gerade, unsere Zeit ist wieder. Ah, die Zeit. Also, bis zum nächsten Mal.